Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie bei uns sind hier unter der Pyramide bei der Kreissparkasse Heilbronn, bei unserem neuen Zuhause für Information und Unterhaltung der Informierbar. Hier begrüßen wir regelmäßig sehr interessante und spannende Gäste. Den Gast, den wir heute bei uns haben, den begrüßen wir sogar schon das zweite Mal. Da freue ich mich sehr. Dr. Marc Benecke, Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe. Er ist aber noch vieles mehr. Unter anderem ist er auch, Obacht, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft. Ich wusste noch nicht mal, dass es die gibt. Oder auch Mitglied des Komitees des Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschung. Und eine kuriose, ja, wissenschaftliche Forschung würde ich es nicht nennen, aber ein kurioses wissenschaftliches Experiment werden wir jetzt gleich machen. Aber zuvor möchte ich ihn begrüßen. Herzlich willkommen, Dr. Marc Benecke. Ja, vielen Dank. Die Deutsche Dracula-Gesellschaft gibt es auch wirklich nicht, da hast du recht, sondern es ist die Transsilvanische, deswegen stimmt. Es ist also eine weltumspannende Organisation, ist das, ja. Was wird denn da gearbeitet in dieser Gesellschaft? Da kommen alle Forscher und Forscherinnen, die mit irgendwas, was mit Gruselmotiven zu tun hat, die kommen dahin. Zum Beispiel der Musiker oder die Musikerin sagt, warum ist immer Moll statt Dur? Warum ist das gruselig? Oder warum gibt es Gruselschlösser? Ja. Warum gibt es die? Ne? Weil die Fürstentümer zerfallen sind, die gab es nämlich wirklich, die Gruselschlösser, wo dann das bucklige Ehepaar noch drin war. Oder wo sitzt die Angst im Kopf, nämlich in der Amygdala, in so einem kleinen Teil des Kopfes. Also jeder trägt da so ein drakulistisches Thema dann vor. Das, was wir jetzt machen, ist für die ein oder andere Zuschauerin, für den ein oder anderen Zuschauer eventuell auch gruselig, denn wir haben Gäste hier bei uns. Man sieht es hoffentlich dann auch gleich mal im Bild, nämlich Maden. Ich bin zu wenig Fachexperte, du wirst es vielleicht wissen, welche Maden das sind, die jetzt aber für uns malen werden, also malende Maden. Das hat wirklich noch nie jemand gefragt. Das kannst du nämlich wirklich an den Maden sehen. Das ist tatsächlich auch eine der wenigen Dinge, die ich kann. Also ich kann das meiste nicht, wie die meisten Menschen. Ne, man kann ja nur so wenig, aber Maden bestimmen kann ich und du kannst tatsächlich an denen sehen, und zwar wie die Mundhäkchen aussehen, wenn du die unter das Vergrößerungsgerät legst. Die haben nämlich keinen Kiefer zum Zubeißen, sondern nur zwei so ganz kleine Häkchen. Deswegen können die ja nur verfaultes Gewebe so abschürfen und schlürfen. Und Maden von entweder der blauen, blau schillernden oder von der grün schillernden Schmeißfliege, von der Mugge heißen die ja hier in Schwaben. Richtig. Und das sind die um die Biotonne rumfliegen sozusagen. Okay, und diese kleinen Kollegen werden jetzt für uns malen. Marc, du darfst dich einmal ans Werkzeug begeben, denn du weißt einiges besser, wie wir das nachher hinbekommen. Genau, wir haben ja extra Lebensmittelfarbe genommen, damit das denen jetzt keinen Schaden zufügt, den Tieren oder so. Und es ist halt so, wie kann man Menschen dafür interessieren, dass das halt lebende Tiere sind, Lebewesen. Menschen sind ja schon so, dass sie, keine Ahnung, Kühe essen und Schweine essen, obwohl das hochintelligente Tiere sind, aber ihr eigenes Haustier, ihren Hasen und so haben sie lieb. Und dann kann man also diese Tiere einfach ein bisschen einfärben und kann dann für die Studierenden so ein bisschen Versuche damit machen, oder Kinder lieben das auch, Kinderexperimente, und kann dann zeigen, in welche Richtung sie kriechen. Hier ist es jetzt relativ gleichmäßig ausgeleuchtet. Hier wird das jetzt nicht so verrückt sein wie sonst. Hier geht das wahrscheinlich, vermute ich mal, in alle möglichen Richtungen. Und dann kann man die so in die Mitte tun. Und da die jetzt so ein bisschen Farbe an sich haben und noch was Zweites, die können nämlich nur, wenn sie feucht sind, können sie glatte Oberflächen hochkriechen. Sonst klappt das nämlich nicht. Da jetzt kriechen sie schon überall raus. Ja, ne? Die legen direkt los. Also wir haben ja so einen kleinen Rennfahrer unter denen. Genau, malen die uns also jetzt hier Bilder. Und natürlich kann man das auch in Wirklichkeit für kriminalistische Fragen einsetzen, zum Beispiel für die Frage, wenn da ein Hang ist, in welche Richtung würden die Maden kriechen, wenn wir die Leichenliegezeit über die Tiere bestimmen wollen. Das können wir dann hier experimentell auch testen. Aber wir wollen es ja heute nicht so grimmig machen. Und das Verrückte ist, dass diese Bilder immer so super beliebt sind. Also wenn du das jetzt bei deinem Kindergeburtstag oder sowas machst, also nicht bei deinem, sondern bei dem deiner Kinder, dann streiten die sich richtig drum, wer jetzt die Madenbilder haben darf und so. Und auf einmal ist das was Interessantes, Schönes, Neugieriges. Das vergessen die Kids dann nie und die Studierenden natürlich auch nicht. Und egal, ob man was daraus lernt oder es erstmal nur schön findet, man wird sich daran erinnern und merkt dann vielleicht, das sind lebende Tiere, die bestimmte Eigenschaften haben, bestimmte Richtungen gut finden. Zum Beispiel, jetzt merkt man es doch, die kriechen alle zu mir. Jetzt könnte man sagen, oh, weil sie mich lieb haben, weil ich ein Papi bin von dem Mann. Aber ich habe ja vorhin schon verraten, es liegt vielleicht eher am Licht. Aber warum kriechen einige dann doch in die andere Richtung? Und jetzt sind doch in beiden Richtungen Lampen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den Lampen? Also schon könntest du da zwei Wochen lang Experimente mitmachen. Es ist auch einer deiner Spitznamen, Dr. Made, der wie eigentlich noch gleich entstanden ist? Also als ich echt klein war noch, das waren ja irgendwann in den 90ern, Mitte der 90er oder so, da haben die ersten
größeren Zeitungen und Magazine so darüber berichtet, weil es dann einen großen Fall gab, wo Insekten mitgeholfen haben, den Fall besser zu verstehen. Und dann haben die einfach einen griffigen Titel sich gesucht, der als Überschrift was taugte. Also da sind also viele Journalisten und Journalistinnen, besonders im Boulevard- und Nachrichtenmagazinbereich, sind da also super geil drin. Die können die lustigsten Wortspiele machen. Und hier in dem Fall sind sie dann auf Dr. Made gekommen. Weil der Herr der Fliegen, das war schon vergeben für ein Buch. Ne? Ja, da gab es auch mal einen Nobelpreis für Literatur für. Das sollte dann nicht genommen werden. Hier siehst du zum Beispiel jetzt eine Besonderheit, weil das zu viel Feuchtigkeit war, ist in der Mitte jetzt einfach nur so ein Klecks und einige der Maden bleiben da erstmal, weil sie es eigentlich ganz gut finden. Es ist schön feucht und dunkel, solange andere Maden drüber sind. Also das sieht jetzt zum Beispiel ganz anders aus, als es sonst so aussehen würde. Oder das Papier ist saugfähiger, was ihr genommen habt. Das heißt, das geht nicht so weit raus. Oder hier sieht man auch die Kurven. Jetzt könnte man das sogar alles messen. Du könntest Statistik damit machen. Also da macht richtig Spaß. Ist es die warme, feuchte Umgebung, die so eine Mülltonne in der Regel hat, die der Marder auch besonders Spaß macht? Ja, genau. Genau, warm, feucht und natürlich was zu fressen, was für sie geeignet ist. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es muss ganz weich und matschig irgendwie sein oder verfault. Das ist also in Wirklichkeit in der Biotonne noch ein Zusammenspiel mit den Bakterien. Wir leben ja in einer Welt voller Bakterien. Unser menschlicher Körper hat ja mehr Bakterien auf und im Körper als Menschenzellen. Und dieses Zusammenspiel ist jetzt zum Beispiel ein Forschungsthema. Also ich war gerade auf dem größten Kongress für naturwissenschaftliche Kriminalistik und Rechtsmedizin. Und da war das zum Beispiel jetzt ein Riesending. Also auf einmal interessiert das die Leute viel mehr, wie ist das mit den Maden, mit den Bakterien, um rauszukriegen, wo wurde eine Leiche gelagert, war sie in einer Tasche, war sie in einer Tonne, wurde die Tonne nochmal geöffnet, in welcher Jahreszeit wurde die Leiche in den Teppich eingerollt. Wir haben schon gedacht, ach, das wird nichts mehr, das wird so ein sonderliches Thema bleiben, aber ist nicht passiert, sondern solche Experimente haben dann tatsächlich nachgewirkt in die nächste Generation. Und hier ist zum Beispiel jetzt so ein Pulk. Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen bei Maden. Noch nie. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das sehe. Ne? Da gab es vielleicht irgendeinen Sonderschussverkauf oder so. Ja, ist da besonders. Also es flüchten auch schon die Ersten. Ich hätte gesagt, wir lassen sie mal in Ruhe malen. So schnell geht's. Weg sind die Maden, die fleißig gemalt haben. Vielleicht finden wir hier da auch noch die eine oder andere. Könnte sein. Spätestens, wenn sie sich dann entpuppt haben zur Fliege. Aber es führt uns auch wieder zurück zur Biologie, die dich jetzt dann wirklich schon einen Großteil deines Lebens begleitet. Wann wurde außer Biologie die Kriminalbiologie für dich? Das ging relativ schnell, weil ich ein Genetik-Großpraktikum, hieß das damals, also ein längeres machen musste, sollte, das gehörte zum Studium dazu. Und dann war ich vorher in einem Institut, wo man auch was Spannendes gemacht hat. Es gibt so gesagt springende Gene, das heißt, oder springende Bestandteile der Erbsubstanz. Und das fand ich total verrückt. Das gibt es bei Pflanzen. Da arbeitete einer von unseren Professoren mit und da hat es auch einen Nobelpreis für gegeben. Da dachte ich mir so, kannst du dir mal angucken? Und dann bin ich zu diesem Pflanzenforschungsinstitut und da war jemand, der gesagt hat, ja, ich habe auch mal ein Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht, auch mit Erbsubstanz, aber nicht mit springender. Da habe ich gesagt, ja, das ist super, Erbsubstanz ist immer prima und dann habe ich da mein Großpraktikum machen dürfen, als einziger außerhalb der Uni. Die anderen sind einfach zur Uni getrottet und haben das innerhalb der Uni gemacht. Und da waren wir, die Biologen und Biologinnen, im Keller bei den Leichen. Da, weil die gesagt haben, ja, die Biologen, keine Ahnung, die kennen sich halt mit genetischen Fingerabdrücken aus, aber die sind keine richtigen Mediziner, Medizinerinnen. Und dann waren da unten im Keller, wo die Leichen waren, daneben waren Affenställe, weil man früher hat man experimentell Affen halt verstrahlt oder erhangen oder erschossen so als Experimente, um zu sehen, wie das als Menschenmodelle aussieht. Und das war natürlich dann verboten, logischerweise. Ja. Und da durften wir dann rein. Und so ist das Zufall gewesen. Also die Genetik hat mich in die Rechtsmedizin geführt, weil die genetische Fingerabdrücke machen konnten für die Kriminalistik und Vaterschaften. Und da waren die Leichen und wir waren zufällig daneben. Und so ist das zusammengekommen. Das erste Mal, als du vor einer Leiche standest, kannst du dich an dieses Gefühl erinnern? Und was hat das auch vielleicht so ein bisschen mit dir gemacht? Nee, ich glaube nicht, dass das irgendjemand sich daran erinnern kann. Also das ist sowas Selbstverständliches da. Also du musst dir das wirklich vorstellen, das ist ein Institut, das ist halt die Rechtsmedizin, die ist hinterm Friedhof in dem Fall in Köln. Ne? Und das ist ein riesiges Gebäude, total damals noch relativ grau und hässlich und auch irgendwie so üsselig, sagt der Kölner, also so unauffällig, aber auch irgendwie hässlich und willst nicht richtig hingucken. Und dann, wenn du drin bist, ist halt klar, da geht es alles nur um Leichen. Eine Abteilung ist für Gifte, die andere Abteilung ist damals für Alkohol gewesen, weil damals der Alkohol noch in der Rechtsmedizin bestimmt wurde bei Verkehrsunfällen aus Blut. Nicht mehr da gab es diese Atemgeräte noch nicht, die waren noch nicht beweissicher. Und unten waren halt die Leichen und dann bist du halt aus irgendeinem Grund da lang gelatscht. Also deswegen, das weiß kein Mensch. Ich glaube aber kaum, dass das irgendjemand sich da groß dran erinnern kann. Das ist so wie. Na gut, also das zeugt ja auch natürlich von der gesunden Einschätzung, diese
diesen Pragmatismus, den du natürlich auch so in deiner Arbeit hast, hat er dir auch dabei geholfen, dieses doch sehr spezielle Berufsfeld nachher auch ausführen zu können, weil vielleicht jemand, der etwas schwacher beseelt ist, etwas sensibler ist in Bezug auf sowas, das nicht könnte? Schwer zu sagen. Ich glaube eher, es ist besser, du bist ganz offen dafür, auch wenn es schrecklich ist. Weil wo es uns zum Beispiel im Labor, sagen wir mal, einholen kann, anders als bei Polizisten oder Polizistinnen, die holt es eher ein bei einem riesen Zugunglück oder sowas, wo die dann den berühmten Teddybären mit dem abgerissenen Arm dann sehen und so. Das haben wir ja nicht so, weil wir eher an andere Sorten von Leichenfundorten sind, nicht bei Zugunglücken jedenfalls. Und das schützt dich eigentlich davor. Also wenn du immer ehrlich bist, das kannst du dir vielleicht ein bisschen vorstellen wie in einer Beziehung. Wenn du in einer Beziehung bist und einfach offen über alles redest, dann geht's halt. Mhm. Das kann auch anstrengend oder schwierig oder unangenehm sein, aber dann ist es so, das frisst sich nicht in dich rein. Und deswegen, ich weiß nicht, ob das unbedingt pragmatisch ist, sondern es ist eher offen und ehrlich. Also die Angehörigen zum Beispiel, die sitzen halt da und man merkt halt, wie die sich zusammenreißen seit Jahren. Und dann sitzen die halt da und das erste Mal, das ist teilweise oder öfter sogar so, dass sie als Einzige nur mit uns reden, mit niemandem anderen, weil die wissen, dass wir die Spurenkundler sind. Nicht, weil wir irgendwie schlauer sind oder so, sondern weil die wissen, okay, die Spuren, wir müssen über die Spuren reden, weil sonst kann der Spurenkundler nichts machen. Mhm. Was die Nachbarn gemacht haben, was das Leben mit uns gemacht hat, was ich studiert habe oder nicht, das ist, ob mein Kind, was jetzt gerade fault und zerstückelt aus dem Teich gezogen wurde, ein guter oder ein schlechter Schüler war, das interessiert die Spuren nicht. Mhm. Die Spuren sind Blut, Haare, Sperma, Urin, Insekten, Kot, irgend sowas. Wasser, Algen oder so. Und dann reden die auf einmal. Und dann holt die das natürlich wieder ein, was in den letzten 6 Jahren passiert ist oder so, ne, seitdem. Und da musst du einfach offen sein. Dann, zum Beispiel, wenn das uns zu viel wird, dann sagen wir, passen Sie auf, wir machen jetzt einen Kaffee, Sie können jetzt hier sitzen bleiben und wir gehen jetzt mal eine Runde um den Block und Sie reden jetzt mal untereinander, ob Sie das jetzt so weitermachen wollen oder ob ihnen das so wichtig ist mit den Spuren oder ob sie es jetzt vielleicht lieber einfach mal lassen wollen und sich damit abfinden, dass der Fall nicht gelöst wird. Ne? Das geht nämlich auch. Ich denke, mit Pragmatismus im eigentlichen Sinne, so wie du das jetzt vielleicht so ein bisschen meinst, so ein bisschen nüchtern das zu betrachten, kommst du da nicht weiter. Ich war auch mal beim FBI zum Beispiel, bei der FBI Academy, da war es so, da habe ich das auch mal erlebt, da war der ganze Hörsaal voll. Also wie man sich so einen klassischen Uni-Hörsaal vorstellt, ne? mit so hohen Reihen und unten hat sich der Psychologe hingesetzt. Karohemd ohne Scheiß, wirklich. Einfach nur so ein Stuhl. Also nicht so ein schicken, wie die hier hinterstehen, sondern einfach so ein ollen Stuhl. Hat sich vorne, da wo normalerweise die Vorlesung ist, also nehmen wir mal an, wir wären jetzt im Hörsaal die Redner und dann wären da die ganzen Studenten. Dann hat er sich einfach da den Stuhl hingestellt. Ja. Der war eine Woche lang mit uns unterwegs gewesen vorher und hat dann gesagt, und? Das war's. Der hat nichts mehr gesagt. Das werde ich nie vergessen. Und die nächsten 3 Stunden war die Hölle los. Ja. Der hat keine einzige Silbe gesagt. Der hat auch nicht gesagt, ich verstehe oder ja, da haben sie recht. Nichts. Der hat einfach nur die Leute reden lassen. Die haben sich das aufgegriffen und gesagt, ja, das kenne ich, das ist mir auch passiert und so weiter. Und das waren Leute, die hatten das aufgestaut. Ja. Das ist nicht gut. Also das wäre mein einziger Tipp. Wer mal mit schweren Dingen zu tun hat, sollte sich überlegen, was kann ich ertragen, was nicht. Wie fühle ich mich wohl, damit umzugehen und was möchte ich überhaupt? Und vor allen Dingen das Allerwichtigste, es ist vorbei, du kannst es nicht ändern. Du kannst das, was dir in der letzten Sekunde passiert ist, nicht ändern, du kannst aber die nächste Sekunde ändern. Die kannst du ändern. Also kümmere dich um die nächste Sekunde, ne? So. Aber das klingt auch schwer danach, als hätte diese Kombination aus Psychologie und Biologie in deinem Studium in dir auch gewisse Zusammenhänge im Kopf freigesetzt, die dir vielleicht auch jetzt gerade für so eine Einschätzung doch sehr hilfreich erscheinen. Nee, eigentlich weniger. Das war sehr, das war biologische Psychologie. Da ging es eigentlich eher darum, wodurch vergessen oder wie schnell vergessen Lebewesen, was je nachdem, wann sie entstanden sind. Also zum Beispiel Blutegel, Schnecken, die am Meer leben, Schnecken, die am Weinberg leben, Tintenfische, Menschen. Und da ging es eher so um diese Linien. Das war jetzt weniger sowas, was viele mit Psychologie in Verbindung bringen, sowas sehr Praktisches. Ich meine, ich weiß jetzt zumindest allerdings natürlich, wie Angst entsteht oder wie Vergessen entsteht oder wie Lernen und Verlernen, das ist auch wichtig, entsteht. Aber das würde ich im einzelnen Fall nicht so stark anwenden. Das ist eher, das wäre so, wie soll ich sagen, als ob du Maschinenbau studierst und dich dann da mit den ganzen Teilen auskennst. Ja. Aber die praktische Anwendung ist dann nochmal ein anderes Thema. Ne? Okay. Ja. Du hast es gerade angesprochen, dann ging es irgendwann auch zum FBI. Was würdest du heute sagen, hast du dort gelernt, was du eventuell in Deutschland im Studium niemals gelernt hättest? Bring dir immer einen Schlafsack mit, weil das sind halt alles harte Kerle, die nicht frieren. Und das Zimmer, da war so eine super dünne Decke drin.
Und ich so, ja, soll das jetzt ein Witz sein? Und dann bin ich runter in den Shop gegangen und dann haben die gesagt, ja, du kannst halt eine Decke kaufen, du bist auch nicht der Erste. Ja. Aber die kostet halt, also ich hatte ja damals überhaupt kein Geld, also nichts, ne? Also wirklich absolut gar nichts. Also nicht so wie die Deutschen immer rumjammern, sie haben kein Geld, sondern ich meine das echte kein Geld. Ja. Und da konnte ich mir halt keine Decke kaufen und dann habe ich da eine Woche lang gefroren. Also das war, das war eine Lehre. Ansonsten, was ich ganz gut finde heutzutage, das war damals noch nicht, die haben alle ihre Methoden auf den Prüfstand gestellt und haben vor ein paar Jahren, also seit 2012, jetzt ist ja 2021, haben sie aussortiert Haaranalyse, also Haaruntersuchungen, klassische, werden nicht mehr gemacht, weil die unzuverlässig sind und Schmauch machen sie auch nicht mehr. Also ich muss sagen, da habe ich sehr großen Respekt davor, dass sie, wenn die sagen, pass mal auf, klar, es funktioniert in vielen Einzelfällen, keine Frage, ne? Und es hilft auch Recht und Gerechtigkeit. Aber wissenschaftlich gesehen ist das nicht sauber genug, dann müssen wir die Abteilung jetzt zumachen. Also den Mut, den hast du natürlich in Zentraleuropa noch nie gesehen, was aber andererseits keine Schelte oder sowas ist oder auch kein Verbesserungsvorschlag, weil Deutsche insbesondere natürlich oder Schweizer und Schweizerinnen auch sowieso erstmal alles 10 Jahre ausprobieren. Das heißt, die 10 Jahre, in denen die in den USA den Fehler machen, da ist bei uns überhaupt noch gar nichts passiert. Ja. So gesehen würde ich sagen, du lernst immer, jeden Tag was, wenn du mit offenen Augen durch die Gegend rennst. Egal wo, ob du jetzt in Heilbronn bist, meine ich jetzt wirklich ernst. Ich habe auch schon wieder Dutzende von Fotos aus Heilbronn gepostet. Ja. Wenn du hinguckst und neugierig wie ein Kind bist, also kindlich, freundliche, vorannahmenfreie Neugier, lernst du egal wo was, völlig egal wo. Diese Neugierde hat dich unter anderem auch zu so einer sehr skurrilen Situation gebracht. Du durftest den mutmaßlichen Schädel von Adolf Hitler untersuchen. Wie kam es dazu und was untersucht man denn bei einem Schädel, der 60, 70 Jahre bereits, also wo der Verstorbene bereits 60, 70 Jahre verstorben ist? Ja, das ist wirklich gut gefragt, weil heutzutage gehen wir natürlich hin, bohren einen Zahn auf mit einem sterilen Bohrer, holen Erbsubstanz raus, dann guckst du das nach. Wir haben mittlerweile Millionen von Datensätzen, die frei verfügbar sind, also keine geheimen, von Menschen, die einfach gespendet haben, weil die gerne ihre Stammbäume basteln wollen. Ja. Und die haben sowohl die Fotos, die Namen, die Geburtsurkunden, die kirchlichen Einträge, aber eben auch die Erbsubstanz. Das wissen die meisten Deutschen noch gar nicht. Also da kannst du für $120, kannst du deinen Stammbaum wirklich teilweise über 200 Jahre nachvollziehen, mit jeder Verästelung, mit Fotos, mit allem drum und dran, wenn sie verfügbar sind aus der jeweiligen Zeit. Und damit kannst du es abgleichen natürlich und dann kann man es einfach so machen, indem man sagt, okay, wir haben zum Beispiel, irgendjemand hat noch ein Haar, im Fall von Hitler jetzt nicht, aber man hätte irgendwo eine Spur, dann kann man gucken, okay, passt diese Spur zusammen, das könnte zum Beispiel auch ein Kind sein, das Kind ist auch eine biologische Spur, ne? Ist die Hälfte der Erbsubstanz von Papa drin sozusagen oder nicht, oder von der Mama oder so. Also so, aber das ging ja da alles nicht, weil es war von Hitler überhaupt nichts mehr da. Der hat dafür gesorgt, dass es keine Erbsubstanz von ihm irgendwo gibt, auch keine Kinder. Und da mussten wir das anders machen über Röntgenbilder. Der hatte sich 1944, glaube ich, über so einen Tisch gebeugt, als so eine Bombe hochging, so ein deutscher Eichentisch, kein Witz. Und diese deutsche Eichenplatte hat ihm das Leben gerettet, weil die Explosion, der Druck, der hat ihn deswegen nicht stark genug erreicht. Und das ist das berühmte Attentat im Führerbunker. Ja. Und danach hat er halt immer, der war ja sowieso total krank, der war ja sehr stark amphetaminabhängig und hatte auch noch andere Sachen. Und da hat er sich immer den Kopf röntgen lassen und da siehst du die Zähne drauf, weil die fast nur aus Metall bestanden. Und diese Metallteile der Zähne, die kannst du jetzt bei den echten Zähnen am Schädel angucken. Also die Röntgenbilder, da hat er noch gelebt. Jetzt sitzen wir in Moskau, haben die Zähne von wem auch immer und dann kannst du die halt übereinander legen. Natürlich, also du vergleichst sie und dann hast du auch eine sehr, sehr gute Erkennung. Was war das Ziel dieser Untersuchung? Was hat man sich davon versprochen? Sehr schwer zu sagen. Also weißt du, wenn Schlapphüte, also wenn Geheimdienste drin sind, erfährst du sowieso nie, was die Wahrheit ist. Also wenn Schlapphüte in der Nähe sind, wird halt gelogen. Das ist der Beruf von denen, dafür sind die ausgebildet, dafür werden die bezahlt. Ist auch völlig in Ordnung so. Finde ich auch absolut nachvollziehbar, aber wir wissen es nicht. Also einer von den russischen Agenten, also nicht Spezialagenten, sondern echten Agenten, Geheimagenten ist gekommen und meinte dann, lass uns mal unter Männern reden und so. Und der interessierte sich sehr für die Röntgenbilder zum Beispiel. Also die hatte ich vom britischen Geheimdienst und habe dann später nach der Untersuchung die auch noch über viele Umwege von den Amerikanern bekommen. Und ich weiß es nicht, vielleicht wollten sie einfach nochmal, wie wir sagen bei uns immer, den Sack zumachen. Also einfach mal jetzt reicht's. Wir wollen jetzt nichts mehr hören über irgendwie Hitler, der mit einem U-Boot hinterm Mond rumfährt oder so, sondern jetzt reicht's. Und vielleicht war es das. Dass alle sich mal zusammengetan haben, die Briten, die Amerikaner, die Russen, und dann
war es gut. Es kann auch sein, dass es nur eine sexy Geschichte für National Geographic war. Das lief weltweit. Und ich habe natürlich einen super stark deutschen Akzent auf Amerikanisch. Und das ist natürlich mega lustig, wenn da einer steht und dann sagt so, this is the Führer's Skull und so. Ne? Das hört sich auch einfach lustig an. Wir werden es, also ich werde es wahrscheinlich nie erfahren, warum das gerade bei mir gelandet ist. Keine Ahnung. Hat Tarantino eventuell mal angerufen, vorgeschlagen, ob du nicht bei Inglourious Basterds mitspielen willst? Ja, das stimmt. Das wär lustig gewesen. Also vor allen Dingen bei Inglourious Basterds ist es ja so, dass viele Sachen auch nur so haarscharf stimmen, was die kulturellen Unterschiede angeht und so. Ja. Also sowas erlebst du tatsächlich oft. Zum Beispiel in Moskau war das so, die sagen ja immer Gittler. Ne? Das ist ja nicht Hitler, sondern Gittler. Und reden so entspannt über den Gittler. Und dann habe ich irgendwann mal gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie denn hier so entspannt? Zum Beispiel hat mich die Chefin vom Staatsarchiv gefragt, ob ich nicht das Schädelstück mal in Deutschland, ob ich das nicht mitnehmen will und in Deutschland ausstellen will im Museum. Dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht in Deutschland im Museum ausstellen, weil da kommen die falschen Leute. Ja. Das möchte ich nicht, ja. Wirklich nicht. Ja. Und dann war sie so, ja gut, auch egal. Und dann habe ich mal gefragt und es stellte sich raus, Gittler ist denen total egal, weil Stalin ist ja das Schlimmste, was denen passieren konnte. Mhm. Es sind Millionen von Menschen verhungert ja. durch diese Schwachsinn. Stalin hat ja gesagt, es gibt keine Mendelschen Gesetze. Mhm. Also Vererbung gibt es nicht. Man kann alles abernten, auch Gemüse und Weizen. Und dann wer das nicht überlebt hat, hat Pech gehabt. Und das ist alles nur Erziehung und Umwelt. Und dadurch hat man dann leider nicht genug zu essen gehabt, weil man leider Weizen nicht umerziehen kann. Und das echte Schreckgespenst bis heute ist Stalin, wirklich. Also das war zum Beispiel so eine Sache, die ich Tarantino-mäßig fand. Ja. Das wäre so ein Tarantino-Kulturschaben und Reiben gewesen, auf das ich nicht gekommen wäre. Ne? Tatsache. Würdest du sagen, dass im Verbrechen als solches, gerade wenn es darum geht, Krimis zu erzählen oder berühmte Fälle so ein bisschen zu porträtieren, dass da eine besondere Faszination drin liegt, dass der Zuschauer das gerne sieht, wenn es um Verbrechen geht? Also jetzt im Moment ist ja gerade wieder die große Welle. Die gibt es ja so alle 25 Jahre, gibt es so eine große Welle. Ich sammle auch die Literatur, das gibt es auch schon seit Jahrhunderten. Also das ist überhaupt nichts Neues. Mhm. Jetzt gibt es ja gerade von allen möglichen Illustrierten gibt es immer Crime-Hefte und Crime-Formate. Die Podcaste schießen wie verrückt aus dem Boden. Ich glaube, jedes Verbrechen, was in Deutschland mal stattgefunden hat, ist schon in irgendeinem Podcast verwurstet worden innerhalb der letzten anderthalb Jahre. Und da gibt es auf jeden Fall so eine Faszination. Aber woher diese großen Wellen kommen, das ist noch eine interessante andere Frage, weil das System habe ich noch nicht erkannt. Also bei Arthur Conan Doyle, der Sherlock Holmes und damit die naturwissenschaftliche Kriminalistik erfunden hat, und Edgar Allan Poe, der ist eigentlich, also die beiden haben das meinen Beruf erfunden, da war das ja noch so eher so viktorianischer Horror, das war da so interessant, da liegen die Toten angeblich auch immer mit einem Schrei und entsetzten Blick noch da, was gar nicht geht. Ne? Mhm. Wenn du tot bist, hast du überhaupt keinen Gesichtsausdruck. Mhm. Nur das Kinn klappt manchmal runter. Da könnte man sagen, ja, das waren so unterdrückte, sexuelle oder aggressive oder sonstige Dinge, die sich da rausgeladen haben. Aber das ist immer, also ich sehe keinen Zusammenhang. Also wer Vorschläge hat, woher diese großen Faszinations- und Verbrechensinteressewellen kommen, kann das hier drunter posten. Schreiben Sie es in die Kommentare. Nee, wirklich, mich würde das wirklich interessieren. Ich vielleicht ist es auch, um es mal sehr flapsig auszudrücken, eine Art Mode. Also wie es immer wieder Schlaghosen gibt, wie es immer wieder gewisse Musikstile gibt, die wiederkommen, gibt es, könnte ich jetzt mal behaupten. Aber bei Musik, ja, das stimmt, da hast du recht, habe ich mir auch gedacht, aber es ist nicht so. Also im modischen Bereich verändert sich gleichzeitig doch vieles so stark. Also zum Beispiel, ich habe jetzt hier, weil es durch Zufall gerade mal schick ist, was an, irgendwie, weil auf der Alp, also auf der Schwäbischen Alb, gab es so eine alte Weberei. Mhm. Und der hat nichts weggeschmissen. Der hatte dann, und jetzt 100 Jahre später wurde das in Berlin halt dann neu entdeckt, aber da liegen jetzt 100 Jahre dazwischen auf einmal. Und jetzt kannst du also rumlaufen mit sowas, ne, wo vor 20, 30 Jahren hätte noch jeder gesagt, wie siehst du denn aus? Und jetzt ist es halt zufällig gerade mal schick, aber in 20 Jahren habe ich es immer noch an. Ja. Und dann wird wieder jeder sagen, sag mal, wie siehst du denn aus? Und dann kommt es aber nicht mehr wieder. Und das mit dem Verbrechen, da ist, oder Schlaghosen auch, ne, die sind noch, sagen wir mal, anderthalb Mal wiedergekommen, aber das war's. Während dieses Verbrechensding, Das ist irgendwie unsterblich. Das ist wie Vampire. Das kommt wieder und geht wieder. Das sind so die zwei Sachen, die nie weggehen. Mancher würde vielleicht auch behaupten, dass Schlaghosen allgemein ein Verbrechen sind, aber gut. Keine Ahnung, ja.
Um diesen Trend aber vielleicht auch so ein Stück weit aufzugreifen, um auch ein wenig darüber zu reden, was würdest du heute im Jahr 2021 sagen, war dein spannendster Fall, dein Fall, wo du bis heute sagst, dass du daran mithelfen konntest, mitarbeiten konntest, das bleibt dir lange Zeit im Gedächtnis. Ja, immer der Fall, den du gerade hast, ne, sozusagen. Oder die, meine Kollegen sagen immer der nächste Fall, aber so weit will ich gar nicht gehen, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich einen nächsten Fall habe. Nee, der aktuelle Fall. Also wir hatten gerade eine super Tagung dieses Jahr, das zweite Mal virtuell, also nur im Internet, aber haben sie sehr liebevoll gemacht von der größten Gesellschaft, Fachgesellschaft, die auch gut ist für Kriminalistik und so. Da konnte man richtig so mit so einer fliegenden Kamera, konntest du durch die Tür vom nur im Rechner existierenden Gebäude, das Gebäude gibt es gar nicht, da konntest du die verschiedenen Räume gehen und das war schon wahnsinnig spannend. Also wenn du aus so einem Kongress rauskommst, besonders aus der Sitzung, mein spannendster Fall in maximal 10 Bildern, das ist so eine Abendsitzung, die immer stattfindet, wo ich normalerweise mit auf der Bühne dann bin, da gehst du raus und denkst dir so, wow, jetzt habe ich mehr gelernt als in 10 Jahren vorher. Also ich kann mal ein Beispiel sagen, die Kollegin mit so einem ganz starken Südstaaten-Akzent hat auch dauernd so Wortwitze gemacht, das machen manche Kollegen, ganz wenige, aber das gibt es auch tatsächlich. Und hat zeigt ein Bild, ein wahnsinniges Blutbad, sowas siehst du wirklich nur ganz, ganz selten. Überall Blut gespritzt und auf dem Boden liegt ein zerbrochenes Zeug und so weiter. Alle Türen zu, Alarmanlage gesichert, mit Tracking-System von der Alarmanlage, also auch nicht manipuliert oder sowas, nichts. In der ersten Etage liegt die Bewohnerin, krasseste Schnitte am Körper, auch schon Selbstverletzungsschnitte von früher. Keinen Suizid zu erkennen. Und es stellt sich raus, nach einer super umfangreichen Blutspurenuntersuchung, aber wirklich so Südstaaten-Style. Ne? Ja. Also echt, da sind wir bei der Tarantino, so Kill Bill-mäßig, muss man sich das vorstellen. Also echt so der mit dem Hut und dem Strohhalm da im Mund sozusagen und so starken Akzent. Die ist ausgerutscht und ihre blöde Tasse ist so zerbrochen, dass der Henkel noch ein Stück dran hatte. Und das ist genau da am Bein, ins Bein reingekommen, wo du eine große Ader hast, wo du regelmäßig verblutest, auch bei Kneipenstechereien passiert das oft. Und die hat sich noch hochgerettet und die Selbstverletzung und der Schlafmittelmissbrauch und alles andere hat mit nichts irgendwas zu tun. Die ist einfach nur ausgerutscht in ihre dumme Tasse reingestolpert und hat dann nicht richtig reagiert, weil sie natürlich die Verletzung unterschätzt hat und ist dann verblutet. Ja. Und solche Fälle haben wir dauernd. Also entweder von Kollegen oder von mir. Also da gibt es nur spannende Fälle. Du musst nur hingucken. Ne? Es gibt ja sogar eine Auszeichnung, Postmortem, den Darwin Award, der solche Kuriosen zu Tode kommen, auch noch prämiert. Glaubst du, dass ihnen im Sterben, in der Kriminalistik, im Verbrechen auch hier und da eine gewisse Humoristik liegt? Also bei den Darwin Awards muss ich sagen, ist das Blöde, die sind sehr schlecht dokumentiert. Das sind teilweise nur so Zeitungsmeldungen und dann wird nur gesagt, in der nordvietnamesischen Zeitung, Tageszeitung stand. Weder das Datum noch irgendwas. Deswegen die Darwin Awards, da geht es ja eher darum, dass Leute angeblich dumm sind. Also zum Beispiel dieser Waschmitteltest. Wie viele Spülmittelkapseln kann ich essen oder so? Das ist halt dumm und das soll man halt nicht machen. Deswegen, da bin ich so, das finde ich so mittel. So. Wir haben natürlich immer wieder Delikte, die, sagen wir mal, schon so sind, dass jeder, der da steht und dann auf die Leiche guckt oder auf den Tatort guckt, so innerlich sich denkt, musste das jetzt sein? Ne? Nur da muss man sagen, die Bandbreite geht blitzschnell ins hochgradig Tragische auch. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen, das ist jetzt ein Fall, den ich selber hatte. Da hat der Junge ultra aggressiv, der hatte Poster immer an der Wand hängen und hat hinter den Postern hat er immer mit so einem Messer in die Wand gehämmert, weil er noch bei seinen Eltern wohnte und dann wieder das Poster drüber getan, damit die Eltern nicht mitkriegen, was da los ist. Also sehr, sehr, der war schon echt weg, ne? War aggressionsmäßig, vielleicht auch Substanzen im Spiel. Und der hat dann die Klientin, also die tote Freundin, die war 17 oder so, irgendwie umgebracht und dann bei sich in den Bettkasten, das gab es damals noch, dass man das Bett leergeräumt hat und am Ende des Bettes war so ein hochkanter Kasten und da hat man das Bettzeug reingetan, damit man das Bett tags als Couch oder so benutzen kann, zum Rumsitzen. Und dann hat der gewartet, bis seine Eltern weg sind, mehrere Tage, um dann die Leiche wieder aus dem Bettkasten rausgezerrt und dann nach draußen gebracht und das ist halt so eine Tragikomödie und deswegen ist es eigentlich so, dass, also ich kenne jetzt keinen bei uns im Fachbereich, der wirklich, sagen wir mal, eine echte humoristische, wie du das genannt hast, solche Bestandteile da sieht, sondern wir sehen auch schon immer, wie brüchig und abgründig das meistens ist. Ne? Also, Tragik und Komik liegen ja auch im Film da beieinander. Also, ja, schon, ja. Aber bei uns ist es so, wir sehen halt die echten Angehörigen und so. Weißt du, wenn du mit dem echten Bruder von der echten Schwester, die da
im Wald zusammengebunden, verfault angetroffen würde. So, selbst wenn da mal was aus irgendeinem Grunde so Tarantino-mäßig oder Darwin Award-mäßig wäre oder so, das ist nichts, womit man sich so beschäftigt, weil das geht dann in die falsche Richtung einfach. Also die Kollegen und Kolleginnen, um die Spannung selber so abzubauen, die machen schon mal Witze, aber das sind andere Witze. Ich kann dir mal ein Beispiel auch ganz aktuell sagen. Das ist eine Kollegin, die auch jetzt gerade auf der Tagung war. Die hat zum Beispiel viel mit der Feuerwehr, ist sie rausgefahren, weil die Feuerwehr natürlich Wohnungen öffnet und dann weiß man nicht genau, was drin ist. Und manchmal ist es auch ein Verbrechen, wo die Leute tot sind. Und die hat zum Beispiel mal erzählt, die Feuerwehrleute hätten zu ihr immer gesagt, weil sie eine Frau ist, eine Rechtsmedizinerin, dann soll sie halt auch kochen. Und damals war das mit Gender und so, also vor ein paar Jahren war das da in der Region, war das noch nicht so ein Ding. Ne? Heute würde man sagen, unverschämte Arschlöcher. Ne? Aber damals haben die das so als Witz genommen, dann hat sie gesagt, dann habe ich halt gekocht. Dann haben sie einen Einsatz bekommen, also Reis, in der Region kochen die Reis. Und dann, als sie zurückgekommen sind, war natürlich der Reis komplett zermatscht. Ja. Und dann haben sie einen Wettbewerb mit dem Reis gemacht und haben den halt gegen das Feuerwehrauto, haben die halt Wettbewerbe gemacht, wer dann irgendein Ziel trifft. Mhm. Und das ist dann einfach nur, um den Stress, der sich durch den Fall aufgebaut hat, rauszuholen. Aber sagen wir mal, über den Fall an sich macht da jetzt keiner Witze. Ne?